schriftliche Anfrage des Abgeordneten Herrn Steyer von der AfD-Fraktion. Rückkehr zur alten Normalität. Herr Abgeordneter Steyer, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich frage die Landesregierung, an welchen Voraussetzungen ist eine dauerhafte Rückkehr zur alten Normalität ohne jegliche Corona-bezogenen Maßnahmen geknüpft? Das bedeutet keine Masken, keine Abstandsregeln und keine Testung mehr. Wann bekommen unsere Kinder endlich ihre Kindheit wieder und unsere Jugend endlich ihre Jugend wieder zurück? Wann können die Menschen wieder leben und nicht nur funktionieren, um Steuern zu bezahlen? Zweitens, welche zeitliche Perspektive zur Wiederöffnung ohne jegliche Corona-bezogenen Maßnahmen sieht die Landesregierung für Kulturveranstaltungen, Diskotheken, Clubs und ähnlichen Institutionen abseits einzelner Pilotprojekte vor? Danke. Dankeschön. Für die Landesregierung erteile ich das Wort an Herrn Minister Lucha. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, an welche Voraussetzungen ist eine dauerhafte Rückkehr zur alten Normalität ohne jegliche Corona-bezogenen Maßnahmen geknüpft? Einfache Antwort: wenn es das Virus nicht mehr gibt. Und die Frage B, im Kontext dieselbe Antwort, und bis dato schauen Sie in unsere Verordnung in der Inzidenzstufe 1, haben wir unabhängig von Modellprojekten Diskotheken und Clubsbetriebe ermöglicht. Wir starten jetzt Modellprojekte, um weitere Erfahrungen zu sammeln, ob in diesem kontaktsensiblen Bereich unter welchen Bedingungen weitere Betriebsöffnungen möglich ist. Ernsthafterweise ist alles natürlich abhängig von einer stabilen, sinkenden Inzidenz und eben bei der kompletten Einhaltung der AHA-Regeln, der 3G-Regeln, einer hohen Impfquote und einfach allen Faktoren, die jetzt hinlänglich bekannt sind, um eine schwere ansteckende Krankheit eben zu unterbrechen und zu bekämpfen. So, es gibt eine weitere Zusatzfrage, und zwar von Herrn Abgeordneten Steyer. Vielen Dank, Herr Minister, für die Beantwortung meiner Frage. Denken Sie, in 3 oder 5 Jahren haben wir eine andere Situation wie jetzt? Und wenn, wie soll diese aussehen? Ich denke, das Virus wird bleiben und wir werden alle lernen müssen, damit zu leben. Dankeschön. Vielleicht lesen Sie Ihre eigenen Fragen durch. An welche Voraussetzungen ist eine dauerhafte Rückkehr zur alten Normalität? Jetzt weiß ich nicht, was Sie darunter verstehen. Ich sage mal vorpandemisch, ohne jeglichen Corona-bezogenen Maßnahmen geknüpft. Und das kann nur heißen, dieses Virus darf es nicht mehr geben, weil alles andere wird sich orientieren an dem, ob eine Infektionsgefahr und die Pandemiegefahr weiter da ist. Angesichts der Tatsache, dass Corona die Defizite in unserem Schulsystem hat offen zutage treten lassen, frage ich mich, zu welcher Normalität wir eigentlich zurück wollen. Einfach nur anknüpfen an die Zeit vor Corona, als ob nichts gewesen wäre? Nein, das kann nicht sein und das darf nicht sein. Applaus.